So, jetzt komme ich aber zu den Tagen, wie sie uns ergangen sind. Und zwar, also ich fasse das auch etwas kurz zusammen. Die ersten 3 Tage war ich komplett mit in der Gruppe. Wie vorhin schon gesagt, wurde ich super gut integriert. Der eine Junge hat mich ständig auf mein Tattoo angesprochen und hat jeden Tag eine neue Zahl gesagt. Also es ist ja, also ja, eine 2 und jeden Tag sagte der andere Junge eine 4, 4 oder eine 7. Und es war sehr süß, weil er mich schon so komplett akzeptiert hat. Und ich war den ersten Tag komplett mit auch spielerisch dabei. Wir waren nur eine Stunde und sind dann gegangen. Am zweiten Tag haben wir das wir haben das dann immer verlängert um eine halbe Stunde. Das heißt, am nächsten Tag waren wir 1,5 Stunden da, habe ich mich schon wieder etwas zurückgezogen. Die Erzieherin ist mal rausgegangen mit dem Kleinen, um mir ein Glas Wasser zu holen, was gut funktioniert hat. Dann sind wir wieder heimgegangen. Am dritten Tag haben wir das dann auf 2 Stunden gelegt. Ich habe mich noch mehr zurückgezogen. Es wurde versucht, dann die Aktivität außerhalb des Raumes, in dem ich bin, zu vollführen. Das heißt, da gab es so eine Puppengruppe oder so eine Puppenecke, wo dann auch so ein kleines Zelt war. Da sind die dann mit den Kindern hin. Das heißt, ich war komplett aus dem Sichtfeld. Allerdings ist er immer wieder mal zurückgekommen und hat geguckt, ist die Mama noch da? Und ich war ja da und dann ist er wieder gegangen und dann war das für ihn okay. Und wir haben dann auch dort an diesem Tag, also am dritten Tag, dann noch zusammen gefrühstückt dort, was auch sehr gut funktioniert hat. Man muss sich vorstellen, die sitzen da an so süßen Mini-Tischen mit Mini-Hochstühlen und einem geht das Herz auf, wenn 4 so kleine Zwerge essen. Also es war wirklich richtig süß. Und er hat super gut mitgegessen, hat sehr gut funktioniert und danach sind wir auch gegangen. Weil dazu muss ich auch sagen, er ist ja noch sehr klein, er ist ja erst 14 Monate und er braucht morgens noch den Schlaf. Und die Kinder werden, wie auch vorhin schon erwähnt, ja nach Bedarf hingelegt. Dazu komme ich aber gleich. Die nächsten Tage, also wir haben an einem Dienstag gestartet und am Donnerstag bin ich das erste Mal für eine halbe Stunde aus dem Raum gegangen, war aber innerhalb der Kita-Tagesstätte. Bin nur einen Raum weitergegangen. Ich musste mich bewusst verabschieden, also ich musste bewusst sagen, so mein Schatz, die Mama geht jetzt, ich gehe kurz einkaufen, aber ich hole dich gleich wieder ab. Und es war auch so, dass ich nicht lange mit da war, also ich bin hingegangen, bin etwa eine Viertelstunde geblieben und bin danach rausgegangen, weil es in Zukunft auch so ist. Man wird ihn bringen und geht dann einfach gleich wieder. Und nach 4 Stunden kommt man wieder und holt ihn wieder ab. Und das musste verinnerlicht werden, das musste auch bewusst geschehen. Man kennt das ja, der ein oder andere, wer sein Kind schon mal zur Oma gibt, der sagt, ah, ich gehe schnell, jetzt kriegt das nicht mit. Das geschieht dort bewusst nicht. Dort wird bewusst Tschüss gesagt. Er ist dann, also das erste Mal, als ich gegangen bin, hat er dann an die Tür gepocht und ich habe ihn weinen gehört. Aber er hat sich sehr gut ablenken lassen. Also er wurde sehr gut, man konnte ihn mit Ball und Traktor, was übrigens ganz hoch im Kurs steht, konnte man ihn gut ablenken und es hat dann ganz gut funktioniert. Aber er hat eben doch schon hin und wieder nach mir gerufen, beziehungsweise war sehr wütend. Also es war eher ein wütendes Schreien, so auf die Art, hey, wieso ist die Mama jetzt eigentlich weg? Der Freitag war dann schon etwas entspannter, da war das genau dasselbe. Da bin ich aber dann sogar schon in das Büro von meinem Mann gegangen. Es war nur eine Straße weiter und war telefonisch zu erreichen. Und da war dann doch tatsächlich 1,5 Stunden alleine, hat dann dort mit gefrühstückt. Das Verabschieden hat auch sehr gut funktioniert. Ich bin hin, habe mich bewusst verabschiedet und da hat er dann schon so ein bisschen gemerkt, okay, ich gehe jetzt wirklich und hat dann schon die Arme nach mir ausgestreckt und dann hat die Erzieherin es ganz gut gerettet, indem sie gesagt hat, komm, wir winken der Mama noch am Fenster. Und das haben wir dann auch gemacht. Von weitem haben wir dann noch gewunken. Ich habe gesagt, tschüss, mein Schatz und ich wünsche dir einen schönen Tag und bin dann bewusst ins Auto gestiegen und er hat es gesehen und er fand aber dieses Winken und aus dem Fenster gucken so toll, dass es das ihn abgelenkt hat. Er hat auch da wieder nur ein, zweimal protestiert und ein bisschen geweint, auch aus dem Grund, weil er auch mein Spielzeug nicht bekommen hat oder weil ein anderes Kind Spielzeug hatte. Aber ansonsten war er dort sehr entspannt, hat dort mitgegessen und es hat wirklich funktioniert. Dann haben wir in Woche 2 gestartet, gleich am Montag.
Und ich bin dann auch die anderen Tage immer wieder länger weggeblieben. Also wir haben das im Halbstundentakt vollzogen. Es gab zwischendurch mal einen Tag, an dem hat es nicht funktioniert. Da haben sie mir angerufen, dass ich ihn abholen soll. Es lag aber daran, dass er sehr müde war und er dort nicht geschlafen hat. Und dann haben wir gesagt, ich hole ihn ab, weil man soll ja nicht unbedingt, wenn es am allerschlimmsten ist, aufhören, sondern man soll ja eigentlich aufhören, wenn es am allerschönsten ist. Deswegen hatten wir einen Tag, wo wir etwas vorzeitiger abgezogen haben und haben ihn dann mit heimgenommen. Was aber auch nicht schlimm war, weil es in der Zeit, in der er da war, sehr intensiv war und es sehr gut war. Und ab Donnerstag war es dann so, dass wir gesagt hatten, okay, ich bleibe jetzt mal bis 11, 12 sogar weg. Ich bin immer telefonisch erreichbar, komme jederzeit. Und ich habe ihm, weil er trinkt immer noch eine warme Milch, also diese, ich habe die Babylove, die Bio Babylove Einsermilch, die habe ich ihm ganz heiß gemacht und habe die ihm in so einen Aufwärmbehälter gemacht und die war dann lauwarm, als er sie getrunken hat und sie haben ihn eben dort ins Bett gelegt und man kann es kaum glauben, es hat sofort funktioniert. Er hat in 5 Minuten noch ein bisschen geprappelt und war so ein bisschen, ja, weinerlich kann ich nicht sagen, aber eben so ein bisschen unruhig eben. Und sie hat dann aber gedacht, okay, sie wartet noch ein paar Minuten und dann war er eingeschlafen. Und ich konnte es kaum glauben, er hat 1 Stunde dann dort geschlafen, schon am Donnerstag, das heißt nach 1,5 Wochen schon. Und der Freitag drauf hat er sogar 1,5 Stunden dort geschlafen. Also das hat super funktioniert mit der Milch. Also wir haben gesagt, er nimmt alles mit, was er daheim auch hat. Wir fangen jetzt erstmal nichts Neues an. Man kann das vielleicht später mit Tee umswitchen. Vielleicht lässt er den Schlaf morgens sogar irgendwann, weil das Schlafverhalten verändert sich natürlich irgendwann und er braucht wahrscheinlich irgendwann den Morgenschlaf nicht mehr. Aktuell braucht er ihn doch. Und er hat dann am Freitag 1,5 Stunden geschlafen und ich habe ihn dann tatsächlich erst um 12:30 abgeholt und er hat dort noch Mittag gegessen. Also ich hatte schon vorbereitet, noch ein bisschen mehr Feschböff für ihn mitzugeben, also ein Wienerle und so. Und das hat er dann super dort mitgegessen. Und am Freitag war das dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, das hat super gut funktioniert. Wir starten am Montag auf jeden Fall richtig und der Tag war heute. Heute war mein erster Arbeitstag. Mein Mann hat ihn hingebracht. Hat gut funktioniert. Er hat zwar heute dort nicht geschlafen, was aber nicht schlimm war, weil sie waren draußen spazieren. Abschließend kann ich dazu sagen, dass die Eingewöhnungsphase für uns gut funktioniert hat. Hatten fast keine Probleme, bis auf das, dass er natürlich geweint hat und natürlich auch mal gerufen hat und geschrien hat und auch mal fertig war. Ich weiß, dass es dazugehört und er sich da wohlfühlt. Ich absolut auch ein gutes Gefühl habe, ich ruhig bin und ich glaube, dass ich das auch als Mama vermittle und er dadurch auch merkt, dass alles gut ist und er sich einfach zu 100% darauf verlassen kann, dass ich ja wieder komme und ihn abhole. Und ich hoffe, das war für den einen oder anderen informativ. Wenn ich jetzt was ausgelassen habe oder was vergessen habe oder ihr noch Fragen habt, fragt mich gerne. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, darüber auch noch ein zweites Video zu machen, weil es wahnsinnig viele Informationen sind. Ich weiß natürlich nicht, wie informativ ihr das haben wollt, aber ich denke, so grob umfassend kann ich euch sagen, dass die Kita-Eingewöhnung auch für solche kleinen Kinder sehr gut ist, einfach weil man weiß oder es ist einfach so, dass die Kleinen, bei denen das eher dieses Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn noch ist, das heißt, wenn ich nicht mehr da bin, lässt er sich total schnell ablenken. Ich glaube, das ist bei einem 3-jährigen Kind doch etwas schwieriger. Also das Bewusstsein eines Kindes zwischen 1 und 3 ist einfach ein Unterschied. Und es war informativ. Schreibt mir gerne auch eure Erfahrungen zur Kita-Eingewöhnung. Und dann war es schon von diesem Video. Ich verabschiede mich und sage bis die Tage.